smarte E-Bikes und ganz, ganz viele E-Scooter. Das war das Jahr 2020 bei Hentec. Wenn dich diese Themen interessieren, dann lass doch jetzt einfach ein kostenloses Abo da. In diesem Talk werfen wir einen Blick auf unsere Tops und Flops des Jahres 2020. Wir sprechen über Serviceerfahrungen und werfen mit Vika Wille einen Blick hinter die Kulissen unserer YouTube-Kanäle. Auf geht's zu unserem Jahresrückblick. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen hier zu unserem kleinen Jahresrückblick. Und ich begrüße ganz herzlich aus der Bundeshauptstadt den Vika Wille. Hallo. Ja, schön, frohes, dass du Neues da bist. Auch dir ein frohes Neues. Und mein Highlight, wenn ich hier dich so sehe, ist natürlich ganz klar hier dein Hintergrund, ne? Ist halt verschärft. Ja, ich bin hier voll im Brokkoli-Himmel unterwegs. Das ist eigentlich ein Hintergrund, den hatte ich früher mal, als ich auf meinem YouTube-Kanal noch andere Themen behandelt habe. Und der passt natürlich nicht so richtig zu E-Scootern, aber ich dachte, jetzt zu den Highlights passt der doch auf jeden Fall. Naja, und der passt vor allen Dingen wirklich ganz hervorragend zu deinem Cappy. Also gute Farbwahl. Hervorragend. Vielen Dank. Ja, wir sind ja auch... Ja, auch cool. Definitiv, da kann ich jetzt nicht so ganz mithalten. Aber ich habe hier auch meine Corona-Frisur heute auf. Haare kann man ja nicht mehr, kriegt man ja nicht mehr hin, ne? Gerade wenn man kurze Haare hat, ich finde, wenn die dann so 2 Wochen rausgewachsen sind, das ist manchmal anstrengender als jemand, der, glaube ich, längere Haare hat. Aber keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Meine langen Haare sind lange her. Also meine sind tatsächlich mittlerweile so lang, dass ich das nicht mal vorführen kann, oh ja, weil die mir so bis in die Augen reichen. Alle Leute denken, ja, ich habe immer eine Mütze auf, weil ich gar keine Haare auf dem Kopf habe. Aber jetzt hat man ja gesehen, das ist ein Trugschluss. Ja, ja, wenn ich dir irgendwie einen Lockenstab ausleihen soll, dann sag Bescheid. Ne? Kannst du dich mal ordentlich ondulieren hier. Ja, aber wir wollen natürlich heute mit euch nicht über Frisuren sprechen, sondern wir wollen einen Blick, einen Rückblick letztlich auf das E-Scooter-Jahr 2020 werfen. Das ist eine spannende Zeit gewesen, denn die legalen E-Scooter, die gibt es ja noch gar nicht so lange. Ne? Ich glaube, wie lange haben wir sie jetzt? 1,5 Jahre? Genau, ja, müsste so 1,5 Jahre sein. Ich glaube, im Juni 2019 waren so die ersten, die man auch selber privat kaufen konnte in der Zulassung. Ja, Wahnsinn, ne? Und da ist natürlich in dieser Zeit wahnsinnig viel passiert. Es sind erst wenige Hersteller geworden, dann immer mehr. Und ja, wir wollen einfach mal gucken, was ist da so hängen geblieben. Und ich würde sagen, wir starten natürlich bei dem, was wir so machen. Ne? Wir sind ja hier bei YouTube als E-Scooter-Tester unterwegs und wollen euch mal so einen kleinen Einblick jetzt in unser YouTuber-Leben geben. Und interessant sind da natürlich immer die Statistiken. Und da habe ich mal so ein kleines Quiz hier vorbereitet. Ihr könnt auch gerne mitmachen. Vika ist jetzt natürlich gefordert. Er ist jetzt hier mein Kandidat. Schätzt doch mal, was das erfolgreichste E-Scooter-Video bei mir war. Also ich hab das gerade mal nachgeguckt. 2020 28 verschiedene E-Scooter hier für euch getestet. Und welches Video davon hat die meisten Zugriffe erzielt? Ja, also das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich habe es auf jeden Fall nicht im Kopf, dass ich jetzt sagen könnte, das und das ist genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein günstigeres Modell war, weil so Sachen, die gerade im Angebot sind, sind ja immer wahnsinnig interessant. Und da der bei mir auch ganz gut lief, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht der EWA 6000 von Lidl. Ja, das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, der in sehr kurzer Zeit extrem viele Zugriffe erzeugt hat. Das ist ja so ein Angebotsprodukt, das gibt es immer nur 1-2 Wochen, zumindest am Anfang. Und da kamen auch krass Zugriffe drauf. Also da war ich auch überrascht. Da liegen wir so bei 40.000. Das ist also schon ein ordentlicher Wert, wenn man sich mal sonst so die E-Scooter-Dinge so anguckt. Bist du schon ganz heiß. Aber es ist nicht der Sieger. Und da war ich selber auch ein bisschen überrascht. Oder auch nicht, je nachdem, wie man es sieht. Das ist nämlich ein Roller, der ist eigentlich nicht neu gewesen, sondern den gab es auch schon ganz, ganz lange. Und der war auch schon ganz lange sehr beliebt. Nämlich die Xiaomi-Modelle. Die sind ja ewig auf dem Markt, wurden dann dieses Jahr endlich dann irgendwann auch mal Straßen zugelassen. Ja, und das hat tatsächlich über 113.000 Zugriffe, glaube ich, bis heute gehabt. Und das ist schon krass und hat mich tatsächlich auch überrascht, hat mich natürlich gefreut. Aber das ist natürlich ein Roller, der so ein bisschen polarisiert. Und wir wollen nämlich natürlich dann auch nicht nur auf Highlights gucken, sondern auch auf den ein oder anderen Flop. Und da könnt ihr schon mal richtig gespannt sein. Aber wir machen mal weiter hier mit unserem kleinen Quiz. Habt ihr es eigentlich richtig erraten gehabt? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Vika,
Jetzt würde ich natürlich auch bei dir mal einen heißen Tipp abgeben. Hast du auch nachgeguckt? Ja, also ich habe auf jeden Fall 21 E-Scooter im letzten Jahr getestet Auch und da ordentlich. dann auch nochmal ein Elektroroller mit 45 km/h dazu und dann diese Wheels Leihscooter, aber 21 richtige E-Scooter mit 20 km/h, die habe ich im letzten Jahr getestet. Und genau, was ist denn da dein Tipp? Was ist denn da am besten gelaufen? Ja, es ist auch hochinteressant. Du hast ja auch einen Lidl-Roller gehabt. Du hast ihn ja auch ein, zwei Tage vor mir auch online gehabt, den Test. Da könnte ich natürlich jetzt auch sagen, wird der Lidl-Roller sein. Aber das wäre zu einfach. Also der wird es nicht sein. Schwierig. Du hast ja auch viele günstige Roller gehabt. Und ich sage ja immer Roller, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, die können es dann auch werden. Ja, das sind schon auch Kandidaten, die dann auch gern nachgefragt werden. Du hattest diesen Viron E-Scooter, den kannte ich nämlich nicht, den habe ich durch dich kennengelernt. Und da warst du auch bei YouTube mit einer der ersten oder der erste, ich weiß es nicht, oder ja, ich meine auf jeden Fall ziemlich vorn dabei. War der das vielleicht? Ja, also da war ich der Erste und nein, der war es nicht. Es war nämlich ein Roller von einer Marke, die auch sehr, sehr bekannt ist und viele, viele Ja. Roller unterwegs hat, aber die man anscheinend gar nicht so richtig auf dem Schirm Jetzt hat. bin ich Es war gespannt. nämlich ein Soflo SO 6000 Ah. Kilometer Review. Das ist das Video, was bei mir mit Abstand am besten gelaufen ist. Was auch daran liegen mag, dass es tatsächlich einzelne Seiten gab, die auch vielleicht auf der Suche nach Langzeittests das Video verlinkt haben. Und da habe ich tatsächlich die meisten Aufrufe drauf. Ja, das ist auch ein interessanter Roller. Die Soflow-Serie an sich, da sind schöne Produkte bei, mit einem, wie gesagt, guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich bin bislang noch nicht so irgendwie dazu gekommen, aber doch kann ich jetzt, wo du sagst, tatsächlich auch gut nachvollziehen. Auch vom Produkt an sich. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, Und ich habe den SO6 ja, ich habe den SO6 ja im Langzeittest ja. gehabt. Das heißt, der war ja zu dem Zeitpunkt über 1000 Kilometer gelaufen. Und ich bin auch wirklich sehr überzeugt von dem Roller, ja. Also es gab ja viele, die hatten damit schon mal Probleme. Ja. Das kann ich wirklich gar nicht bestätigen. Der war wirklich top. Ja, und gerade auch diese Langzeittests, das ist eine richtig coole Sache. Die würde ich euch auch so gerne zu vielen Produkten bieten. Ich habe da auch ein bisschen vielleicht schon wieder was in Planung mal irgendwann demnächst. Aber wir können ja auch immer nur maximal zwei Roller täglich oder was heißt täglich, aber regelmäßig nutzen. Mehr macht einfach keinen Sinn und da kriegen wir auch zu Hause Ärger, wenn wir, also bei mir stapeln sich, ich muss auch aufpassen, dass ich hier gleich nicht hier so eine Abwatsche kriege, weil es stapeln sich teilweise dann die Roller. Und man kann sie natürlich nicht alle nutzen. Das ist illusorisch. Und wenn man dann so einen Langzeittest macht, soll das auch ehrlich sein. Und man will dann auch wirklich irgendwas, ja, besprechen, was man auch irgendwo selbst erlebt hat. Und nicht sich nur auf Hörensagen da verlassen. Und das kommt immer gut an. Das finde ich auch richtig gut. Gerne mehr davon. Aber es ist halt nicht so einfach. Das ist einfach sehr aufwendig und geht man nicht nur so nebenbei. Wir machen unser Quiz jetzt ein bisschen weiter. Es gibt ja zum einen eben hier diese Zugriffszahlen und YouTube, ihr wisst es, gehört ja zu Google und Google ist ja hier die Datenkrake. Das werde ich wahrscheinlich gesperrt, wenn ich hier sowas sage. Nein, ihr wisst, es wird natürlich alles Mögliche erhoben, ausgewertet, also von der Zuschauerdauer bei einem Video im Sekundenabschnitten wird auch erfasst, wonach auf dem Kanal oder bei YouTube gesucht wird. Und da können wir jetzt ja mal uns die Top-Suchbegriffe 2020 angucken. Und da habe ich so ein bisschen, ich erzähle es einfach mal, du kannst ja deinen auch gleich einfach mal gern beisteuern, habe ein bisschen geschmunzelt, denn bei mir ist tatsächlich der Top-Suchbegriff das OneMove S3, ein E-Bike, ein niederländisches, was dieses Jahr, das ist auch tatsächlich im ersten Moment eines meiner Highlights gewesen, weil das viele interessante Funktionen mitbringt. Aber auch mit ganz argen Qualitätsproblemen zu kämpfen hat. Um nicht zu sagen, es ist einiges im Argen bei diesem Fahrrad. Kommen wir, denke ich, später nochmal zu auf das Thema Qualität, auf das Thema Service. Das ist auch was, was uns dieses Jahr, denke ich, bewegt hat. Danach kommt das Cowboy. Das ist so der direkte Mitbewerber aus belgischer Produktion. Das ist mein Top-2-Suchbegriff. Ja, und dann kommen tatsächlich die E-Scooter, aber nicht in Form eines einzelnen Modells, sondern einfach der allgemeine Suchbegriff E-Scooter und war auch sehr nachgefragt.
Aber auf Platz 3, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe ja nun hauptsächlich E-Scooter bei mir im Angebot. Folglich war der Suchbegriff bei mir ein E-Scooter. Und wenn wir gerade schon über Qualitätsprobleme reden, also bei mir war der Xiaomi Mi Pro 2 beziehungsweise Xiaomi oder Mi einer der am häufigst gesuchtesten Begriffe, aber auch, und das ist ganz interessant, bei mir findet sich in den Suchen sehr stark vorne auch das Wort Drag Queen, weil ich habe ja mal mit den EPF1-Videos meine gute Kollegin Margot Schlönske als Fachberaterin engagiert. Und dadurch kommen dann sehr, sehr viele Leute auch auf meine Videos, weil sie irgendwas über Drag Queens suchen und dann landen sie plötzlich auf einem E-Scooter-Kanal. Ja, ich habe jetzt einfach mal frecherweise das, während du gesprochen hast, so ein bisschen eingeblendet, weil das ist wirklich eine coole Sache und ein Alleinstellungsmerkmal hier von deinem Kanal und das hat mir auch das ein oder andere Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Also die Margot ist ja wirklich nicht nur Handtaschenexpertin, die ist Glockenexpertin, also wie sie die Glocken geläutet hat, fand ich schon sehr schön. Also kann man. Multi-Expert. Ja, absolut. Absolut und auch verdient und zu Recht. So. Ja, das waren so unsere. Hast du den dritten schon gesagt gehabt? Ich glaube, ne? Oder? Mein dritten Suchbegriff, also Ja. tatsächlich so, das ging dann tatsächlich chinesisch oder zumindest asiatisch weiter, ich bin nicht ganz sicher. Danach kommen dann tatsächlich die Ninebots. Ja, gut, das ist ja auch nicht, ist ja auch zu Recht, sag ich mal, ein sehr beliebter E-Scooter, der auch einer der ersten ja letztendlich am Markt war, der dann auch eine breite Masse erreicht hat und bis heute sicherlich einer der meistverkauften E-Scooter. Ich hatte ihn selbst auch und kann auch den wärmstens weiterempfehlen. Das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie ein schlechtes Gefühl dann hätte. Nichtsdestotrotz, und das ist vielleicht jetzt dann eine ganz gute Überleitung. Wir wollen ja jetzt im Jahresrückblick mal einen Blick auf unsere persönlichen Highlights werfen. Und da fiel es mir schwer, ein einzelnes zu benennen. Deswegen habe ich überlegt, ich sage jetzt mal, für mich, was E-Scooter angeht, sind es eigentlich die deutschen Hersteller, die bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Da würde ich auch gleich nochmal mit dir zusammen so nochmal genauer gucken, welche das vielleicht waren. Aber erstmal würde ich so sagen, für mich, ganz allgemein gesprochen, waren das die deutschen Hersteller, die mich beeindruckt haben. Wie stehst du dazu? Da kann ich dir nur zustimmen. Deutsche Hersteller, die sind für mich auch was ganz Besonderes und vor allen Dingen wichtig. Da unterhalten wir uns ja gleich nochmal drüber. Aber wenn wir darüber reden wollen, was so mein persönliches Highlight des Jahres war, dann hat das ein Stück weit was mit E-Scootern zu tun. Und zwar mit den E-Scootern, die diese Tube-Akkus haben. Das sind zum Beispiel der Trextor EG40 610, der Velo i7 oder der EM2GO FW106 ST. Ihr seht das jetzt wieder übergeblendet, damit ihr wisst, über was für Roller wir reden und was da eigentlich das Problem ist bei diesen Rollern. Genau. Die haben nämlich alle ein und dasselbe Tube-Akku, gibt es so als 6,4 oder 5,2 Ampere-Stunden Tube-Akku, also im Prinzip so ein Röhrenakku. Und der war dann jeweils im Lenkerrohr integriert, aber war bei keinem dieser Modelle gesichert. Also das heißt, da war so ein Plastikdeckel mit einer Feder oben drauf und ich hatte selber einen davon eine ganze Zeit lang hier und habe mich gefragt, ja, wie kann man denn damit jetzt zum Beispiel kurz vorm Kiosk halten? Weil im Grunde genommen ist der Akku eins der teuersten, wenn nicht das teuerste Bauteil. Muss ja jeder Angst haben, dass geklaut wird. Ja, und dann habe ich mich auch nicht mehr so richtig getraut, das dann so zu benutzen. Genau, das war auch genau unser Problem. Also wir haben ja auch damals noch mit Christian, schönen Gruß an dieser Stelle, haben wir ja auch den Trextor-Roller getestet mit diesem Akkusystem. Das war ja eigentlich ein Highlight. Das war ja unser erster Roller im Test, der tatsächlich einen entnehmbaren Akku hatte. Oder hat, gibt es ja noch. Und für uns genau, was du jetzt beschreibst, das Problem, was mache ich denn, wenn ich jetzt den Roller irgendwie anschließe, wenn ich bei Rewe bin, was weiß ich. Ja, und dann habe ich nämlich ein Problem. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ich habe ein 3D-Programm, ich habe einen 3D-Drucker, da muss ja irgendwie eine Lösung geben, habe dann im Grunde genommen überlegt, wie könnte sowas aussehen, so eine Sicherung, und habe dann damals im Grunde genommen dieses Akkuschloss hier entwickelt. Ja, cool, zeig mal näher ran. Ich möchte das mal genau sehen. Ach, sehr schön. Das
kann ich das erkennen. Genau, und hier sieht man dann im Grunde genommen auch den Verschlussmechanismus. Ich drehe das mal kurz um. Also wenn ich das drehe, dann verschließt sich das da und es rastet hier oben auch ein, wie das bei dem Plastikdeckel auch der Fall ist. Ja, sehr Der cool. dann, aber das ist dann eben fest und durch die Materialien ist es auch nicht sehr leicht irgendwie rauszubrechen. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja echt cool, dann fühle ich mich ein bisschen sicherer und habe mir dann aber auch gedacht, es gibt ja sehr viele, die diese Roller haben und die fühlen sich vielleicht auch nicht so ganz wohl damit, dass die da gar nichts abschließen können. Und habe dann gesagt, okay, ich mache dann einfach ein paar mehr davon, mache ein Video dazu, dann kann man das irgendwie bei mir bekommen. Und ja, ich war dann sehr überrascht, wie das angekommen ist, nämlich wahnsinnig gut. Es gab offensichtlich sehr, sehr viele, die genau das gleiche Problem hatten wie ich. Und das wurde dann sehr stark angefragt. Und ich habe natürlich gar nicht so richtig die Megakapazitäten. Ja, ich habe halt einen 3D-Drucker und habe dann versucht, mein Möglichstes, dass jeder, der eins möchte, eben so ein Schloss bekommt. Habe das auch mittlerweile in so einen richtigen Online-Shop überführt, weil ich dann zum Schluss auch nicht mehr hinterhergekommen bin. Und das war mein persönliches Highlight, weil ich gar nichts mit diesem Kanal im Grunde genommen machen wollte, um jetzt irgendwie irgendwas zu verkaufen. Ja. Und habe dann halt eben das Ding entwickelt und dann war das zufällig auch noch was, was viele Leute interessiert. Dann habe ich mich einfach gefreut, dass ich damit auch anderen genau bei dem speziellen Thema helfen konnte. Ja, ist doch voll cool. So, also wenn ich in der Schule meinen Schülern erkläre, wie 3D-Druck funktioniert, wir haben in der Schule auch 3D-Drucker und machen dann auch so ein paar Sachen, ist das ein Musterbeispiel, ne? Ich meine, du hast dann wirklich eine Idee gehabt, hast die umgesetzt. Früher hätte das ja nur letztlich die Industrie gekonnt, sowas dann auch tatsächlich zu produzieren auf Basis eines Entwurfs und dann auch noch, sag ich mal, Erfolg damit zu haben und viele Leute dann irgendwo doch auch glücklich zu machen, die genau sowas brauchen, was es aber im Handel ja nicht gibt oder gab bisher, ne? Also es gibt es schlichtweg nicht. Und finde ich richtig genial und das ist doch eine richtig coole Geschichte hier für 2020 in Sachen E-Scooter. Also das top, finde ich, toppt ja im Grunde alles andere. Weil das ist was, das kommt von dir, das hast du gemacht. Nee, finde ich wirklich. Also weil das ist so, da sage ich später auch gleich nochmal was dazu. Ich finde ja, dass diese Hersteller, die sind oft nicht innovativ. Die kaufen, sage ich mal, in China im E-Scooter ein, passen die so ein bisschen für den deutschen Markt an, aber nur im Sinne von, wir machen jetzt mal einen Kennzeichenhalter dran und ein konformes Rücklicht und vergessen dann so was Banales wie ein Akkuschloss. So, wo ich dann so denke, Leute, wenn das ein Verkehrsmittel werden soll, eines Tages, ein ernstzunehmendes, was nicht belächelt wird, dann ist sowas Standard, genau wie ein Zündschloss. Also es muss, oder zumindest eine Vorrichtung, die verhindert, dass jemand im Vorbeigehen mir ein Firmware-Update auf den Roller einspielt. Und das sind solche Kleinigkeiten irgendwo, die aber dann doch so wichtig sind im Alltag und das dann auch erst zu einem ernsthaften, ja, Verkehrsmittel machen. Und super, also finde ich Respekt, finde ich richtig cool und habe euch auch unterm Video den Shop verlinkt. Also wer so einen Roller fährt und das Problem hat, gerne zugreifen. Ich hoffe, dein 3D-Drucker, der hat noch Kapazität. Ja, also wenn es dann wieder sehr viel Nachfrage geben sollte, dann werde ich den einen oder anderen informieren müssen, dass es etwas länger dauert. Aber ich gebe mir Mühe, dass jeder, der eins will, auch eins bekommt. Und wie gesagt, wenn man sich mein Video dazu anschaut, ist es auch nicht so, dass das jetzt eine Gelddruckmaschine ist, sondern ich habe das schon Nee. versucht so anzubieten, dass das jeder Ja. erstens bezahlen kann und zweitens sich nicht viel dran verdiene. Nein, das ist ja auch Handarbeit, ne? Ich meine, das könnte, ne? So, ist schlichtweg so. Das Ja. wird alles zusammen, ich mache sogar selber von Hand Schmierfett dazwischen. Nein, das ist ja unfassbar, ne? Du leckst noch mal über die Schlüssel dann rüber, ne? Ja. Damit die besser flutschen. Ja, super. Nee, finde ich gut. Also finde ich wirklich eine ganz coole Sache so. Und wir waren im Grunde ja jetzt bei den Herstellern, sag ich mal, ne? Also ich habe jetzt keinen E-Scooter auf den Markt gebracht, habe leider auch kein Zubehör, kein eigenes bislang. Vielleicht inspiriert mich das jetzt nochmal. Wir waren bei den Herstellern. Und da hatte ich ja gesagt, die deutschen Hersteller haben mich beeindruckt. Und das ist bei mir. Vor allen Dingen in einem ganz wichtigen Punkt der Fall ist nämlich der Support und die Ansprechbarkeit. Also ich kann euch berichten von ePowerFun auf der einen Seite und von Street Booster auf der anderen Seite. Das sind zwei deutsche Hersteller, die
für den Kunden ansprechbar sind. Da gibt es ein Gesicht dazu. Und wenn ich denn auch mal Probleme haben sollte mit meinem Fahrzeug, dann muss ich nicht zu irgendeinem externen Dienstleister laufen oder zurück zu Lidl an die Supermarktkasse, sondern kann wirklich per WhatsApp im Grunde den Chef erreichen. Den finde ich auch in Internetforen und kann mit dem über das Produkt und über mögliche Probleme ja, sprechen. Und einem wird geholfen, ne? Also ePower Fun, da ist ein Kfz-Meister im Hintergrund, der dort die Garantieleistung macht. Das ist sensationell. Und da hebt man sich also ganz krass, sage ich mal, von den Discounter-Mitbewerbern, von den asiatischen Anbietern, Ninebot und Xiaomi, ganz klar ab. Und du hast ja, glaube ich, auch sogar selbst Erfahrungen gemacht, ne? Vielleicht kannst du mal berichten. Ja, also ich habe insgesamt drei verschiedene Varianten des EPF1 auf meinem Kanal. Und bei der letzten war es eben so, da wurde das Paket wahrscheinlich bei der Post nicht ganz so freundlich behandelt. Und da war tatsächlich ein kleiner Defekt dran. Und mir wurde sofort weitergeholfen. Also ich habe wirklich zu einer ganz unchristlichen Zeit eine Anfrage gestellt, habe aber sofort die Antwort bekommen, ich kann entweder das Ersatzteil bekommen und ein Video dazu oder ich kann dafür sorgen, dass der Roller entsprechend nach Wiesbaden geht. Und dann habe ich mich für die zweite Variante entschieden. Der Roller wurde dahin gebracht und konnte am nächsten Tag direkt wieder repariert, ohne irgendein Problem abgeholt werden. Und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich doch ein ganz entscheidender Punkt. Denn ich habe bei vielen anderen Dingen, wenn ich mal ein Problem hatte, nachher wirklich die verrücktesten Sachen erlebt, was da dann die Abwicklung angeht oder irgendwie ein Garantiefall. Darüber werden wir gleich noch ausführlich sprechen, also noch einen kleinen Moment Geduld haben. Genau, aber das war wirklich absolut top und ich möchte noch mal kurz was zu ePower Fun an sich sagen. Wir dürfen hier nicht vergessen, wir haben auch hier einen Roller, der sehr, sehr preisgünstig ist. Wir sind hier immer noch unter 600 Euro, Ja. ja, du wie auch ich, wir haben ja beide dafür auch so einen Code. Da wird es ja sogar noch mal ein bisschen günstiger und der hat vor allen Dingen eine ganz andere Reichweite wie dieser günstige vom Lidl, denn wir haben hier nicht 7,5 oder 7,8 Amperestunden, sondern wir haben 10 Amperestunden Akku und wir haben eine sehr, sehr ausgeklügelte Technik dahinter, sodass die Reichweite, die wir damit realistisch erreichen können, auch wirklich im Bereich von über 30 Kilometern oder knapp über 30 Kilometern liegt. Darf Und ich kurz einhaken an der Stelle? Und das ist tatsächlich auch ein Punkt. Also ich muss euch sagen, überlegt euch wirklich dreimal, ob ihr einen E-Scooter mit unter 10 Amperestunden euch kauft. Das ist so eine Erfahrung. Also kann man machen, dann muss man sich aber klar sein, dass man insbesondere im Winter wirklich sehr, sehr kurze Strecken nur fahren kann. Für mich ist so wirklich diese 10 Amperestunden-Grenze ist so ein Wert, wo ich sage, da. Das ist gut, solide, für die meisten Anwender ausreichend, aber unter 10, das muss man, da muss man einfach wissen, dass man wirklich nur die letzte Meile zurücklegen will. Dann funktioniert das auch, aber man hat dann wirklich kaum Reserven, insbesondere auch am Berg. Also man kommt mit solchen Rollern schon auch schnell an die Leistungsgrenzen. wir haben hier zum Beispiel ja auch eine App-Anbindung. Wir haben hier 22 km/h ganz legal und das wird voll ausgereizt. Wir haben hier eine Federung hinten. Wir haben deutlich bessere Luftkammerreifen, die auch deutlich besser abfedern. Insgesamt muss man sagen, ist diese Preisdifferenz hier absolut Ja. gerechtfertigt und wir haben zusätzlich noch den deutschen Service. Ja, ich denke, das ist nicht ohne Grund mein persönlicher Preis-Leistungssieger. Das ist ein Roller, mit dem man tatsächlich nicht viel falsch machen kann. Der bietet fürs Geld viel Leistung und sucht, was das Thema angeht, tatsächlich aus meiner Sicht da gerade seinesgleichen. Also es ist. Wir können ja noch mal kurz über den EVA 6000, über den diesjährigen Lidl-Scooter sprechen, weil der war tatsächlich jetzt zum Jahresende doch auch noch mal irgendwo doch ein Highlight, finde ich. Also der hat also eine krasse Qualität abgeliefert für das wenige Geld, was er kostet, weil man darf sich da nichts vormachen. Der wird ja für unter 300 Euro verkauft. Der klappert nichts, der ist wie aus einem Guss. Und er bringt, und das ist, finde ich, da ist wirklich diese Innovation, die ich ja vorhin da wirklich auch vermisst habe bei vielen anderen Herstellern.
ein Wechselakkusystem mit, was man übers Trittbrett quasi nutzen kann und auch mit einem Schloss gesichert. Das haben wir in der Form noch nicht gesehen. Und in dieser Preisklasse, ich behaupte mal, wird man es so schnell auch nicht sehen. Also das ist schon eine Ansage. Na klar, kalkuliert so ein Lidl anders als ein Fachhändler. Da geht es gar nicht darum, viel Gewinn an einem einzelnen verkauften Roller zu machen. Da setzt man drauf, dass die Leute, die dann im Laden sind, dann eben für 50 € ihren Wocheneinkauf noch mitmachen. Und man geht natürlich über Masse, ne? Die haben viele Filialen und da wird man einiges dann natürlich auch absetzen. Aber für das wenige Geld haben wir da wirklich ein sehr wertiges, solides Produkt bekommen, sogar mit Innovation. Na klar, ohne Komfort, ohne Extras. Da bietet für einen gerechtfertigten Aufpreis der EPF1, wie du richtig sagst, bietet da mehr und das ist auch gerechtfertigt. Aber ansonsten war gut. War ein Knaller. Vor allen Dingen, wenn man sich auch mal den Klappmechanismus so Ja. anschaut, da denkt man doch an vielen Stellen, man hat irgendwie ein Ninebot in der Hand. Also Ja. der Klappmechanismus, das ist schon sehr identisch und da hat auch nichts geklappert hinten im Schutzblech oder so. Das war alles bombenfest. Ja. Da muss man schon sagen, die haben ordentlich zum ESA 5000, der ja ein Jahr davor kam, oder beziehungsweise ESA 1919, ordentlich dazugelernt. Wahnsinn, ja. Ich muss auch sagen, das hat mich beeindruckt. Und ich vermute auch fast, ohne es jetzt hier beweisen zu können, und ich sage auch, ne, es ist nur eine Vermutung, das könnte tatsächlich sogar dieselbe Fabrik sein, könnte ich mir vorstellen. Ne? Dass da Ninebot letztendlich vielleicht im Auftrag. Leider auch so. Eben. Und da hat man dann ja nicht den schlechtesten Auftragsfertiger gewählt. Was natürlich da möglicherweise anders aussieht, ist natürlich dann die Garantieabwicklung. Wir sagten es gerade schon, an der Kasse wird man da sicherlich nicht das Hinterrad gewechselt bekommen. Was nämlich tatsächlich ein Bekannter von mir, der in Street Booster One fährt, der hat sich einen Platten gefahren und jeder, der schon mal so einen kleinen Reifen gewechselt hat, abgezogen hat von der Felge, der weiß, das ist ein Horror ohne das richtige Werkzeug. Und da haben die ihm einfach mal kulanterweise komplett das Rad getauscht, damit er sich nicht abmühen muss. Das sind so Sachen, die wirst du da natürlich niemals erleben. Und auch dieser Mechanismus, mich haben jetzt schon zwei Leute angeschrieben, dass diese Feder, das hatte ich im Video, glaube ich, auch vermutet, dass das möglicherweise eine Schwachstelle ist, die ist den Leuten schon verloren gegangen, die dann das so hochspringen lässt. Ja, aber das sind so Sachen für 300 €, dann, wenn dann die Feder mal, soll nicht sein, aber ich sag mal so, da gucke ich dann eher drüber hinweg, als wenn ich es mit dem Fahrzeug für jenseits der 1.000 € da zu tun habe. Ne? Und mich würden auch mal eure Erfahrungen interessieren. Schreibt doch jetzt gern mal eure Service-Erfahrungen in die Kommentare. Wir werden gleich, wenn wir uns zu den Flops vorarbeiten, auch nochmal über das Thema Service sprechen. Und deshalb bin ich da ganz besonders an euren Erfahrungen interessiert. Ihr habt unter dem Video auch meine WhatsApp-Nummer. Schickt eine Sprachnachricht. Erzählt mal ruhig eure Story, eure Support-Story, weil das ist wirklich eine Sache, die mich interessiert. Wie lange haben wir denn jetzt die E-Scooter auf dem Markt? Haben wir vorhin schon im Video darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht. 1,5 Jahre gut. Genau, das ist nämlich gar nicht so lang im Grunde. Und jetzt ist langsam der Zeitpunkt. Diejenigen, die jetzt vor etwa einem Jahr sich einen E-Scooter gekauft haben, vielleicht auch einen sehr günstigen, muss aber nicht ein günstiger sein, denn auch teure Modelle können nach so einer langen Zeit dann irgendwann mal Probleme machen. Das ist der ganz normale Verschleiß, ne? Das sind eben Fahrzeuge, die werden benutzt, werden auch vielleicht jetzt im Winter benutzt. Und was passiert dann, wenn ich ein Problem habe? Gibt es Ersatzteile? Gibt es einen Ansprechpartner? Das sind nämlich dann die Dinge, da wird sich die Spreu vom Weizen trennen und da erwarte ich leider noch die eine oder andere böse Überraschung. Denn wenn man sich manchmal so die Hersteller, die Produkte anguckt, erweckt das manchmal den Eindruck, als hätte man die nicht so konstruiert, dass man lange damit Spaß hat. Und da müssen wir jetzt mal drauf gucken und da müssen wir auch mal so ein bisschen vielleicht, auch mal ein bisschen Öffentlichkeit und Druck erzeugen. Und deshalb lasst uns mal an euren Erfahrungen teilhaben. Wenn wir die E-Scooter ein ernsthaftes Verkehrsmittel werden wollen, und danach sieht es ja aus, und das hoffen wir auch, daran arbeiten wir. Dann muss auch das stimmen. Na, da können wir ja nicht beim guten Preis aufhören, denn der Preis, das ist, na, ihr wisst es selber, man kauft natürlich schon gern günstig und freut sich, wenn man Geld sparen kann. Aber
irgendwo muss natürlich auch die Qualität herkommen. Ne? Und irgendwo müssen auch die Komponenten eingekauft werden, muss auch der Service geleistet werden. Und das wird bei 300 Euro oder wenn wir dann in der 400-Euro-Klasse sind, da landen wir ja schnell bei Xiaomi dann, das ist ja so einer eurer Favoriten. Da sind wir nämlich dann schnell im Bereich, wie kann man von diesem wenigen Geld dann einen guten Service machen? Und da sind wir vielleicht jetzt auch schon ganz gut hier bei unseren Flops, glaube ich. Ja, hätte ich was anzubieten, gerade im Oh! Xiaomi-Bereich. Ich Also hörte natürlich schon davon. ich hatte ja, wie vielleicht bekannt ist bei den Personen, die meinen Kanal schon kennen, diverse Probleme mit dem Vibro 2 und es hat sich tatsächlich bis heute durchgezogen. Also ich habe diesen Roller seit Juli oder Juni Wie, und und der ist immer Anfang noch, an hat ja, da der ist ist man immer noch jetzt. defekt? Ja, beziehungsweise er ist immer noch vor allen Dingen hier. Und ich habe ja im Grunde genommen juristische Vorbildung und war ganz frohen Mutes, dass ich das geklärt bekomme. Ich hatte den ja insgesamt zweimal zur Reparatur gegeben. Und als dann immer noch was dran war, was mich gestört hat, habe ich gesagt, okay, ich trete vom Kaufvertrag zurück, habe auch extra noch ein großes Video gemacht und habe gesagt, Saturn, ihr könnt die Kiste wieder. Ja, und die haben dann das gemacht, was man am einfachsten kann. Sie haben einfach überhaupt nicht reagiert Ach, und wie schön. schlussendlich liegt die Sache tatsächlich jetzt bei einem Anwalt, der das auch als relativ eindeutig betrachtet, wenn ich das mal so sagen darf, den Fall. Also das heißt, ich denke, sie müssen es am Ende zurücknehmen. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben und bin wirklich enttäuscht davon, wie hier zum einen Saturn, aber auch auf der anderen Seite der Service-Dienstleister von Xiaomi das Ganze abgefertigt hat. Es war wirklich schlecht und langwierig. Und da muss ich sagen, da habe ich auch sehr viele gleichartige Erfahrungen gehört. Es gibt natürlich immer welche, die sind mit dem Produkt zufrieden, mit dem andere unzufrieden sind. Ich habe zum Beispiel den Telefunken S950, da hast du den BlueStalker XT950 bei dir auf dem Kanal. Das ist Richtig. gleichwertig. Den fahre ich zum Beispiel seit Ewigkeiten ohne Probleme. Und als ich dann jetzt mal was dran hatte, als mir das Schutzblech gerissen ist, habe ich eine E-Mail an Karcher geschrieben und habe innerhalb von einem Tag eine Antwort erhalten und innerhalb von 2 weiteren Tagen das Ersatzschutzblech. Ja, super. Das Roller, da haben einige mit Karcher ein Problem gehabt, hatte ich null. Und ich habe mich nicht vorgestellt als Hallo, ich bin Mika Wille und ich habe einen E-Scooter-Kanal, sondern ich habe ganz umgefragt und mir wurde sofort weitergeholfen. Da sieht man auch einfach, die Erfahrungen sind natürlich unterschiedlich, aber mein persönlicher Flop, gerade im Servicebereich, definitiv der Xiaomi Mi Pro 2. Aber ich kann verstehen, wenn viele Leute damit auch zufrieden sind. Es ist, ich mache hier will kein Hate Speech machen. Für mich war das allerdings eine Enttäuschung. Und ich kenne auch keinen weiteren Roller, den ich getestet habe. Und das waren ja, wie gesagt, immerhin 21 im letzten Jahr, wo ich auch nur Ähnliches irgendwie als Problem hatte. Ja, wir können natürlich letztendlich immer nur von unseren Erfahrungen hier sprechen. Die sind dann natürlich irgendwo auch subjektiv und ganz klar. Aber was man da natürlich sagen kann, dass der Service durch einen großen Dienstleister abgewickelt wird, der das also auch für die verschiedensten Hersteller, sage ich mal, betreibt. Und das ist doch ganz klar, dass man da keinen individuellen Service erhält, sondern da hat man seine Bearbeitungsnummer und dann geht das seinen Gang. Dass, wenn man Glück hat, und da gibt es auch sicherlich viele von euch, die da positive Erfahrungen haben, und man hat einen Fehler, der dort bekannt ist, wo es gerade Ersatzteile auf Lager gibt, dann wird sowas sicherlich zügig bearbeitet. Und dann gibt es sicherlich aber auch genauso viele Situationen, wo man dann doch lange wartet. Ich habe hier noch kurz was zu sagen. Und zwar sind wir ja gerade beim Thema Flops und da sind wir Oh ja. eigentlich in der richtigen unterwegs. Denn Ninebot ist ja der Hersteller von dem Xiaomi Pro Richtig. 2 und der hat noch einen richtigen Flop parat. Und zwar kennt irgendjemand von euch den ES1 LD? Also Oh den kennt wirklich ja. so gut wie Ich kenne und ihn. der. Okay, also das ist wirklich der absolute Hammer. Es ist im Prinzip die Lite-Version von der Lite-Version, also es ist im Grunde genommen nochmal eine Lite-Version vom E22D, kann man fast sagen. Also er hat auch vorne so ein kleines Federbein und hat hinten nur eine Entschuldigung, und hat hinten nur eine Fußtrittbremse und vorne eben die elektronische Bremse.
nicht besonders viel Reichweite, man kann auch keinen Akku dazu schrauben und der wurde dann, weil er ein bisschen bunt ist, schön bei Segway Ninebot für 399 Euro angeboten Ui, und ui, er hat sich ui, die so gut verkauft über Wochen und Monate, dass er jetzt schon 50 Euro im offiziellen Segway Ninebot Shop reduziert ist ja. und offensichtlich erfreut er sich immer noch nicht größter Beliebtheit, denn kein anderer hat ihn irgendwie getestet und ich sage auch ganz ehrlich, ich werde ihn nicht testen. Es ist für mich ein nochmal abgespeckter E22D und den finde ich schon ziemlich abgespeckt. Ja, also diese Serie hat bei mir auch einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen. Also ich finde die an sich designtechnisch in Ordnung, also mal was anderes mit diesem schlanken Trittbrett, das finde ich durchaus ansprechend. Und auch dann den sehr aufgeräumten Lenker, der fand ich schick, aber leistungstechnisch und dann auch gerade in dieser ausdifferenzierten Form, ne? Also diese drei Modelle und jetzt vier, ne? Ja, ich möchte noch etwas sagen. Und zwar ist es so, den E25D zum Beispiel, den fahre ich ohne Zusatzakku schon eine ganze Weile. Also den fahre ich gerne, weil der schön aussieht und ich finde den irgendwie Genau. ganz gut transportieren auch. Aber der ES1LD hat nicht nur den Nachteil, dass er entsprechend der E22D eben noch abgespeckter ist, sondern die Abspeckung bezieht sich auch auf die Motorleistung. Also der hat einen 250 Watt Motor, noch mal weniger. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum dieses Gerät sich offensichtlich überhaupt nicht verkauft. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Absolut. Also 250 Watt, das ist unterstes Ende. Da musst du nicht mit in bergige Gegenden kommen. Also das ist eher fürs absolute Flachland. Selbst Hannover ist da schon, würde ich nicht empfehlen. Ich denke, der kackt schon bei meiner Standardrampe ab und die ist Ja, ja von worden. definitiv, definitiv. Ja. Flops war jetzt das Stichwort, ne? Jetzt bin ich dran. Jetzt muss ich mir überlegen, was ist so mein Flop? Im Bereich E-Scooter fällt es mir tatsächlich schwer, so einen richtigen Flop jetzt da zu benennen. Das hatte ich eigentlich nicht. Also ich hatte jetzt keine negative Service-Erfahrung. Tatsächlich im Bereich E-Bike. Ne? Das soll ja hier auch für unsere E-Bike-Fahrer interessant bleiben. Eigentlich liegt es auf der Hand, wir hatten es eingangs auch schon gesagt, eines ja der Top-Suchbegriff ist ja das OneMove. OneMove S3, ein Fahrrad, ein E-Bike, was ein bisschen in diese Lidl-Bresche schlägt, denn das wurde oder wird für unter 2000 Euro verkauft, was im Bereich der E-Bikes, müsst ihr wissen, ein Top-Preis ist. Also wenn ihr in Fachhandel geht, da findet ihr selten was unter 3,5. Klar, Baumarkt und so und Aldi und Lidl kriegt ja natürlich günstigere Fahrräder, aber das VanMoof S3 ist eben nicht nur ein normales E-Bike, sondern es ist ein smartes E-Bike. Das hat ein elektronisches Schließsystem, es hat ein GPS-Tracking, also ihr seid bei Diebstahl sozusagen sehr gut abgedeckt. Es hat eine App-Anbindung, es hat ja, ein integriertes Display und es hat eine vollautomatische Gangschaltung. Ihr müsst also euch im Grunde um nichts kümmern. Ihr setzt euch auf dieses Fahrrad drauf und das fährt los. Also selbst treten muss man im Grunde nicht mehr viel. Es wird auch gern so als der Tesla unter den E-Bikes gehandelt. Und gerade jetzt zu diesem Preis, der dieses Jahr eben oder 2020 wirklich um 800 Euro auf unter 2000 Euro gesenkt wurde mit dem neuen Modell, war das der Renner. Also im Grunde auf jeder Titelseite, in jeder Fachzeitschrift, überall im Internet, es war ein Hype, ne? Klassischer Hype. Und man musste dann auch tatsächlich auf dieses neue Modell teilweise 4, 5 Monate warten. Das war also so langfristig ausverkauft. Und ich muss zugeben, ich fahre ja privat das Cowboy und ich bitte auch wirklich darum, mich nicht falsch zu verstehen. Ich sage euch jetzt ganz ehrlich, also ich war kurz davor, mir auch das OneMove zu bestellen, weil ich es einfach technisch hochinteressant fand. Also es ist in vielen Bereichen smarter als das Cowboy und als Technikfreak fand ich das cool. Da hat mich das einfach, es hat einen Boost-Knopf, ne? Da kann man draufdrücken und dann hat das so Supercaps drin, wo Strom zwischengespeichert wird, so kleine Mini-Batterien und die können sich schlagartig entladen und rufen dann ein extrem hohes Drehmoment ab. Und all solche Sachen, fand ich so faszinierend und ich habe schon, mein Finger war immer so, ne? Wäre diese Wartezeit nicht gewesen, ich hätte das bestellt. Ja, und dann
ging's los. Dann habe ich in Hannover so meine Connections und habe dann auch etliche Leute gehabt, die es bestellt haben in meinem Bekanntenkreis. Und dann wurden irgendwann die ersten Räder ausgeliefert. Und dann ging's los. Es war im Grunde keines dieser Fahrräder fehlerfrei. Es waren kleine Sachen. Wenn man Glück hatte, hatte man ein paar Lackkratzer. Wenn man Pech hatte, hatte man direkt irgendeine Fehlermeldung im Bordcomputer, sodass das Fahrrad nicht fahren konnte. Dann hat bei fast allen die Gangschaltung Probleme gemacht. Die ist ja elektronisch und schaltet dann, wenn sie meint, dass es nötig ist. Und man ist als Fahrradfahrer natürlich am Treten. Und wenn sie dann schaltet, während man Kraft auf die Pedale gibt, dann knallt das, kracht das. Das ist aber normal. Das ist bei jeder Gangschaltung so, auch im Auto, glaube ich. Ich fahre kein Auto, aber ich glaube, das ist auch so, wenn man da Gas gibt und schaltet. Das kommt nicht so gut. Also, wie auch immer, muss man Kupplung drücken, ne? Aber so, das war eine Katastrophe. Diese Gangschaltung, diese automatische. Und dann gab es in ganz vielen Bereichen, dann selbst sogar dieses Kickschloss. Ich habe dann also auch Käufer getroffen und wollte mit denen dann tolle Vergleichsvideos mit dem Cowboy machen. Hatte mir da schon so richtig so Videoserien überlegt und war dann zum Unboxing dort. Das Video habe ich euch auch verlinkt, haben wir das ausgepackt und also ich war ganz aufgeregt und habe mich gefreut. Also, wie gesagt, ich fand das an sich gut. Das Fahrrad, mir wurde immer unterstellt, ich bin so Cowboy-Fanboy. Nee, bin ich nicht. So, und dann. Dann haben wir das, wollen wir loslegen, haben dieses Kickschloss ausprobiert, da kommt dieses Kickschloss nicht mehr raus. Da stehen wir da mit einem nagelneuen Fahrrad und können nicht fahren. Das war so, also ich wäre aus, also wenn ich da Kunde gewesen wäre, ich bin ja eigentlich auch ganz ruhiger Mensch und meist, aber in dem Fall, da wäre ich tatsächlich unfreundlich geworden, weil das war nämlich schon das Austauschfahrrad. Das andere mit der defekten Gangschaltung und anderen Problemen stand daneben. Da hatten wir so zwei kaputte Fahrrad-Move-Fahrräder da stehen, konnten nicht fahren. Und das dauert durchaus eine Stunde, um das aufzubauen, weil das ist ein bisschen IKEA-Prinzip. Deswegen ist es auch so günstig, ne? Musst du also wirklich tausend Sachen zusammensetzen. Und das ist so tatsächlich, wo ich denke, gar nicht, betrifft mich gar nicht selber so stark, aber wo ich denke, das ist echt ein krasser Flop. Du kannst als Firma nicht ein Fahrrad zu so einem Preis anbieten, wenn du nicht in der Lage bist, eine Qualität zu liefern für das Geld. Dann für schlechte Qualität sind 2000 Euro immer noch zu viel. Dann lieber, und das wünsche ich Fanmove, also falls die das irgendwann, dieses Video werden sie nicht sehen, ein anderes Video haben sie vielleicht gesehen, muss ich euch sagen, erhöht den Preis. Geht auf 2500 Euro und macht dafür eine vernünftige Qualitätskontrolle, vernünftige Komponenten, überarbeitet die Gangschaltung. Wird auch kommen, das ist mein Tipp für alle Fanmove-Fahrer. Dieses Jahr kommt ein neues Fanmove, da bin ich ganz sicher, weil das geht so nicht. Und dann wird es sicherlich auch wieder ein bisschen teurer, weil da haben die sich anscheinend verkalkuliert. Ich weiß es nicht, ich kenne da nicht alle Hintergründe. Man ist nach Asien gegangen mit der Produktion. Vorher hat man in Europa produziert. Ja, ärgerlich. Jetzt habe ich euch zugetextet, ich habe den Wicker zugetextet. Der konnte jetzt gar nichts dazu sagen. Aber vielleicht hat ja Wicker auch eine Fun-Move-Erfahrung. Die fahren sicherlich auch durch Berlin, die Dinger. Also ich habe selber keine Fahrmove-Erfahrung, aber ich habe ja immerhin ein Video gesehen und war irgendwie so ein bisschen entsetzt. Vor allen Dingen hat mir der, bei dem du das Video gedreht Ja, hast, wahnsinnig leid getan. Vor allen Dingen fand ich krass, dass man einfach mal so unterschiedliche Lackdicken über gemacht hat. Also man konnte praktisch das eine Display gut ablesen und das andere, also wirklich selbst im Video nur mit viel Liebe, ja. Und da habe ich schon gedacht, okay, geht und dann nicht. kriegt man ein Fahrrad, wo praktisch beim ersten Mal etwas kaputt ist. Und da muss ich auch sagen, interessant, weil das hätte ja mal irgendwer irgendwann testen können. Und das war ja auch nicht an der Stelle, wo man sagen kann, da hat jetzt Nein. zufällig mal die Post umgeschlagen, ne? Also Ja. das war ja, das ist ja nun mitten im Konstrukt. Ja, absolut. Und das weißt du noch nicht und wisst ihr erst recht noch nicht. Der hat ja dann, der ist ja ein sehr gutmütiger Mensch und hat sich ein drittes Rad kommen lassen. Ja, und das, ihr könnt es euch denken, ähnliche Fehler. Der ist durch mit Fun-Move. Völlig verständlicherweise. Video dazu kommt auch noch. Das habe ich auch vor Monaten schon gedreht. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das für euch zu schneiden. Aber das Thema Fun-Move ist für den gegessen und wäre auch für mich, wenn ich in die Lage kommen würde, da zu bestellen, wäre gegessen. Denn der Service, der Support ist auch nicht sonderlich gut. Ich glaube zwar, dass sie das verbessern werden. Die sind halt massiv gewachsen. Da wurden 12.000 Fahrräder pro Monat ausgeliefert. Das wird sich regulieren. Aber im Moment würde ich sagen, abwarten, was da kommt. Und wenn ein neues Modell kommt, das wird kommen, dann auch erstmal warten.
wie sich das entwickelt. Also, so schade das ist, weil es ist ein schönes Produkt und aber das ist mein Flop für 2020. Also weit abgeschlagen von allem anderen. Ich habe mich auch über andere Sachen mal geärgert, aber das ist tatsächlich ganz klar Nummer eins. Also ich finde es wirklich interessant, wie gegenläufig das immer ist. Gerade bei so gehypten Produkten wie bei dir beim OneMove oder bei mir beim Vibro 2. Diese Produkte sind ja wahnsinnig gehypt. Jeder will sie haben. Und das hat natürlich Gründe, in dem Fall zum Beispiel der Preis und die Ausstattung oder in dem Fall von dem Vibro 2, dass es eben schon die nicht zugelassene Variante mit dem M365 gab, die alle ganz toll fanden. Und dann geht dieses Produkt im Grunde genommen durch die Decke. Jeder will es haben. Und genau das sind dann manchmal eben die Produkte, die aber in der Qualität eben nicht das halten, was der ein oder andere sich davon verspricht. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wer sich einen E-Scooter kaufen möchte, der sollte sich als allererstes überlegen, wofür brauche ich den? Möchte ich viel Strecke machen? Möchte ich besonders viel Komfort? Ist mir wichtig, dass der leicht ist oder dass der besonders klein klappbar ist und so weiter? Da sollte man sich wirklich Gedanken drüber machen und danach dann den Roller aussuchen. Absolut. Und nicht danach, was alle jetzt sagen, das ist aber der Shit, das muss man auf jeden Fall haben. Ja, weil wenn man danach geht, dann muss jeder ein G30D fahren, selbst jemand, der die 19 Kilo gar nicht hochheben kann. Ja, da danke ich dir nochmal für diesen wirklich extrem wichtigen Hinweis. Und das ist auch so was, was ihr hier auf YouTube immer im Hinterkopf haben solltet. Ne? Also es gibt hier Sachen, die werden gehypt, die werden von zig YouTubern durchgekaut, in den Himmel gelobt. Und gerade dann wäre ich tatsächlich vorsichtig und würde sehr genau hinschauen. Und manchmal ist es auch für uns gut, wenn man sich eben an so einem Hype nicht in der Form beteiligt. Also bestimmte Produkte, bestimmte Fahrräder, die habt ihr zum Beispiel bei mir nicht gesehen, weil ich sicher bin, dass die am Ende nicht so auf den Markt kommen werden, wie sie auf vielen Kanälen und auch auf anderen Internetseiten euch versprochen werden. Da müsst ihr einfach wirklich einen Kopf einschalten und alle Dinge, die irgendwie auch zu gut sich anhören, da ist dann doch irgendwo in der Regel, nicht immer, aber in der Regel ist da ein Haken. Den muss man halt manchmal suchen, aber der ist da, keine Frage. Ja, ein Jahr E-Scooter, anderthalb Jahre. So, wir haben für euch das letzte Jahr jetzt mal so ein bisschen Revue passieren lassen. So haben ein bisschen aus unserer Perspektive drauf geschaut, haben ein bisschen auch auf unsere YouTube-Kanäle geschaut. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch dieses Jahr uns die Treue haltet, wenn ihr bei Wicker mal vorbeischaut, ist natürlich unten verlinkt, wenn ihr ein Abo bei uns da lasst, ne? Das ist immer ganz gut. Und dann auch mal natürlich die Glocken läutet. Nicht die von Margot, sonst kriegen wir Ärger. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir den Sack vielleicht einfach dann für heute auch mal zu. Ich habe eigentlich noch interessante Themen, denn ich wollte natürlich oder wir wollten mit euch nicht nur zurückgucken, sondern vielleicht auch schon ein bisschen nach vorne schauen. Es gab vor kurzem eine Statistik zu den E-Scooter-Unfallzahlen, die ist so durchs Netz gereicht worden. Da sind natürlich dann auch die größeren Medien drauf angesprungen. Es kamen gleich wieder Forderungen von höherer, größerer Regulation. Wir brauchen Führerschein, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und darüber wollte ich eigentlich noch gern mit Vika heute reden. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht auf den Tacho geguckt, aber wir sind bestimmt bei 45 Minuten schon. Und ich würde sagen, wenn euch dieses Format gefallen hat, wenn ihr auch mal Bock habt, einfach so ein bisschen Talk zu machen, dann lasst uns das wissen, weil wir finden das nämlich, glaube ich, ganz cool und könnten dann dieses Thema vielleicht in der nächsten Runde mal mit euch besprechen. Dazu auch nochmal die Aufforderung, nutzt WhatsApp, lasst Sprachnachrichten da, wir machen das gerne interaktiv, wir lassen euch hier zu Wort kommen, ihr könnt euch auch dazuschalten, das müssen wir dann nur mal verabreden, aber auch das ist natürlich denkbar und sicherlich, also für mich total interessant. Ja, also ich bin auf jeden Fall dabei. Ich habe auch Interesse. Und gerade bei der Statistik, die du angesprochen hast, da hätte ich einiges zu sagen. Insbesondere bin ich für die Blinkerpflicht bei Fahrradfahrern. Ja, gutes Stichwort. Ja, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir machen wie gesagt den Sack heute erstmal zu. Wir danken euch recht herzlich fürs Zuschauen, wünschen euch eine gute Zeit, fahrt vorsichtig, bleibt gesund und wir sehen uns dann hier zum nächsten Mal auf Hentec. Ciao! Ciao.
Du bist auf der Suche nach einem neuen E-Scooter? Dann habe ich hier mein Top 3 E-Scooter-Video für dich. Oder soll es vielleicht doch lieber ein E-Bike sein? Ja, dann schau doch hier mal meine Playlist zum Thema E-Bikes an.